Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich auf einen neuen Richtwert im Kampf gegen Corona geeinigt. Künftig soll die Hospitalisierungsrate die Grundlage für schärfere Maßnahmen sein. Die Hospitalisierungsrate gibt die Anzahl der Corona-bedingten Krankenhauseinlieferungen pro 100.000 Einwohner an. Ab einem Schwellenwert von 3 gilt 2G für den Zugang zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastro-, körpernahen Dienstleistungen und Hotels. Ab einem Schwellenwert von 6 gilt 2G+, das heißt auch Geimpfte und Genesene müssen dann ein negatives Testergebnis vorweisen. Ab einem Schwellenwert von 9 können weitergehende Maßnahmen von den Ländern beschlossen und die Kontrollen ausgeweitet werden.